Hallo meine Lieben, ich bin's mal wieder. Ja, heute habe ich mal eine etwas andere Art von Video für euch und zwar einen Vergleich von zwei Trockenshampoos und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. So, ja, heute soll es ja um Trockenshampoos gehen und zwar nicht um ganz normale, sondern um farbige Trockenshampoos, also in meinem Fall um braune. Ja, ich habe hier zwei Stück, also einfach mal so eine kleine Vorgeschichte dazu. Ich hatte sonst immer, ich hatte natürlich auch schon das normale weiße Trockenshampoo, aber das sieht man halt einfach. Also man kann das dann noch so gut wieder ausbürsten und man sieht es halt. Also ist nicht so die optimale Lösung. Wenn man natürlich nichts anderes da hat, dann kann man das nehmen, aber war halt nicht das Optimale immer. Dann hatte ich anfangs von Batiste das Trockenshampoo, was es nur beim Douglas gab. Mittlerweile gibt es das ja auch schon beim DM, aber ich habe halt leider keinen DM in der Nähe. Und Douglas habe ich auch nicht in der Nähe, also habe ich es, wenn dann, meist online bei Douglas bestellt. Ja, aber das kostet halt dann 5 Euro und wenn man nichts anderes hat, dann noch die Versandkosten. Das war dann auch immer ziemlich teuer. Hin und her, ja, dann habe ich bei der Mademoiselle, habe ich dann gesehen, der hatte dieses hier vorgestellt, das ist vom Kaufland, das ist dieses Nightlife Trockenshampoo. Ja, das habe ich mir dann mal gekauft und kurz darauf habe ich einfach mal beim Rossmann geguckt und dann habe ich gesehen, dass es dieses hier gibt und zwar von Alge Marina und das ist auch braun. Also das gab es vorher auch ganz normal als weißes und ich bin einfach mal gucken gegangen und jetzt haben die das halt auch in braun. So, und ich habe beide schon ja, länger getestet und jetzt wollte ich euch einfach mal so einen kleinen Vergleich dazu geben, ja, für diejenigen, die vielleicht auch keinen DM oder Douglas in der Nähe haben und halt gerne ein dunkles Trockenshampoo haben möchten. Also ich fange einfach mal mit dem hier an, mit dem von vom Kaufland. Wie gesagt, das heißt Nightlife. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ja, Nightlife Trockenshampoo in Mittelbraun. Also bei uns oder bei meinem Kaufland gibt es nur Schwarz und Mittelbraun. Ich glaube, in anderen gibt es manchmal auch noch so ein Dunkelbraun oder so. Es gibt, glaube ich, noch ein oder zwei Farben noch zusätzlich, aber bei uns haben die halt bloß das Mittelbraun und das Schwarz. Also erstmal die Farbe Haut passt. Also ich habe jetzt ja die Haare so ein bisschen rotbraun gefärbt. Das passt trotzdem. Das sieht man überhaupt nicht. Also das kann man ja gerne nehmen. Und ja, also ich fange mit dem einfach mal an. Das ist halt, es tut auf jeden Fall seinen Zweck. Es ist, ja, halt wie man das macht, richtig schütteln. Aufsprühen. Hier steht dann ein Aufsprühen und Ausbürsten. Ich mache es mal so, ich sprühe halt alle Partien ein und wenn ich dann damit fertig bin, nehme ich mir ein Handtuch und frottiere das quasi einmal so ein. Also ich tue das richtig einarbeiten in die Haare. Danach ist meistens das meiste, ja, was man vielleicht sieht, die Rückschnitte schon richtig draußen und dann gehe ich einfach nochmal mit einer Bürste drüber und dann style ich halt die Haare so, wie ich das gerne möchte. Ja, also wie gesagt, so mache ich das mit beiden Shampoos. Trockenshampoos, ja, das tut auf jeden Fall, also das macht genau das, was es soll. Aber was finde ich für mich ein relativ großer Nachteil ist, also ich finde Trockenshampoo hat ja immer so einen eigenen Geruch irgendwie, ist genauso wie mit Selbstbräuner. Und hier ist der Geruch sehr, sehr stark. Also das ist schon ziemlich penetrant. Also ich muss dann auch, wenn ich im Bad stehe, wirklich das Fenster immer ein bisschen aufmachen, weil der Geruch ist schon ziemlich doll. Also es verfliegt dann natürlich auch wieder schnell, aber am Anfang, wenn man sich dann damit die Haare einsprüht, ist es schon sehr penetrant. Also ja, wie gesagt, auf den Haaren riecht man es dann nicht mal. Es verfliegt dann auch, aber es ist halt der Moment, wenn man das die ganze Zeit dann immer wieder einsprüht, ist penetrant, wirklich. Also das kann man jetzt nicht anders sagen, aber ja, wie gesagt, das ist so. Ansonsten ist das ein super Trockenshampoo. Das macht genau das, was es soll. Das frischt die Haare auf, das macht sie griffiger. Also da kann man wirklich nichts sagen. Und passt von der Farbe her. Wie gesagt, das ist jetzt mittelbraun. Ich habe ja, wie ihr seht, so etwas rotbraune Haare, aber das passt super. Also ja, und ansonsten, wer dann wirklich wahrscheinlich sehr dunkel ist, sehr dunkelbraun, nimmt dann einfach die schwarze Variante, denke ich mal. Also ja, ansonsten, ich weiß nicht, also vielleicht kann man auch bei den Dunkelbraunen das Mittelbraun noch nehmen. Wie gesagt, bei meinem Kaufmann gibt es nur die zwei Farben. Vielleicht gibt es bei euch dann noch die anderen Farben, die sie noch haben. So, und dann kommen wir zu dem zweiten. Und zwar dieses von Alge Marina, dieses Trockenshampoo. Das gibt es, wie gesagt, beim Rossmann. So sieht es aus mit diesem kleinen Seepferdchen hier oben. Ja, das gibt es in, also normal weiß für blondes Haar, dann in braun und auch in schwarz. Da gibt es keine weiteren Farben.
Ja, das ist quasi genau das Gleiche. Damit mache ich auch genau das Gleiche. Das heißt, ich sprühe die Haare ein, gehe mit dem Handtuch durch, sie schön frottieren und dann bürste ich das aus. Ja, ich habe das zum ersten Mal benutzt. Und zwar war das bei meinen Eltern. Habe das natürlich eingesprüht, richtig schön, wie man das halt so macht. Und dann danach habe ich bemerkt, dass auf dem ganzen Waschbecken ja, so ein feiner, brauner Farbfilm, also so ein Farb nicht, also es hat, ja, der Sprühnebel hat quasi abgefärbt auf das komplette Waschbecken. Ja, also es geht natürlich, ich habe dann versucht, erst das so mit den Fingern, dann habe ich gemerkt, dass das ganze Waschbecken voll ist. Es geht leicht wieder ab, also das verfärbt ja nicht, man muss sich da einfach bloß einen Lappen und ein bisschen Reiniger nehmen und dann geht es auch richtig gut wieder ab. Aber es ist natürlich unangenehm, man muss wirklich aufpassen, wo man hinsprüht, weil, wie gesagt, dass man halt nicht seine ganzen Möbel und alles dann voll mit Farbe hat. Also das ist der Nachteil, was empfinde ich jedenfalls als Nachteil. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen und echt versuchen, genau zu zielen, dass man halt nicht irgendwelche Möbel noch trifft oder so. Wie gesagt, es hinterlässt so einen leichten, so einen Schleier, würde ich sagen, genau. So einen Schleier von brauner Farbe. Ja, das ist so der Nachteil. Andererseits, der Geruch ist hier sehr angenehm. Der ist nicht penetrant, also der ist fast sogar ein bisschen angenehm. Sehr frisch und gar nicht so dieses typische, dieser typische Trocken-Shampoo-Geruch. Also finde ich jedenfalls. Wie gesagt, das ist das Problem mit dem Färben. Das ist, ja, das ist natürlich nicht so schön. Ansonsten, von der Farbe funktioniert das auch super. Wie gesagt, da gibt es nur braun, schwarz und das normale. Funktioniert auch gut mit meiner Haarfarbe. Ich denke mal, da kann man da jegliche Abstufung von braun nehmen, ob es jetzt dunkelbraun ist oder ein bisschen heller. Das ist wirklich, ja, also universell gebraucht, zu gebrauchen. Und ja, ansonsten macht auch das Gleiche. Die Haare sehen ein bisschen frischer aus, einfach ein bisschen mehr Volumen, griffig. Also das machen sie wirklich beide. Ja, also das ist auch schon das, was ich zu den beiden sagen kann. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht mal sagen, welches ich unbedingt besser finde. Also ich habe beide da. Also ich habe das immer bei mir zu Hause gehabt und das hatte ich immer bei meinen Eltern stehen. Weil, wie gesagt, ich habe das immer zu Hause stehen, wenn man dann doch mal irgendwie nicht zum Haarewaschen kommt und aber die Haare gut aussehen müssen oder einfach mal für zwischendurch zwischen den Haarwäschen, benutze ich das total gerne. Ja, ich kann jetzt gar nicht sagen, welches ich unbedingt besser finde. Wie gesagt, sie haben beide diese Vorteile und auch Nachteile. Wie gesagt, das eine mit dem Geruch, das andere mit dem Abfärben. Ja, also ich persönlich kann mich jetzt gar nicht so entscheiden. Ich würde beide immer wieder kaufen. Es ist halt, wie gesagt, mit was man dann besser umgehen kann. Entweder halt diese paar Minuten der Geruch oder halt, dass man danach erstmal ein bisschen oder sich allgemein beim Sprühen ein bisschen vorsehen muss wegen der Farbe, dass man halt nichts ansprüht. Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich fand es halt bloß, ich wollte diesen Vergleich einfach mal machen für euch, dass, ja, bevor man sich das kauft, dass man vielleicht weiß, okay, wer jetzt eben sehr geruchsempfindlich ist und mit dem Geruch gar nicht umgehen kann, ist für den, ist das von Kaufland einfach vielleicht gar nichts. Wie gesagt, das ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wie gesagt, ich dachte, ich mache das Video, um euch einfach mal ja, so einen kleinen Vergleich zu zeigen. Und dann kann ja jeder für sich entscheiden, mit was er besser leben kann sozusagen. Also mit Farbe abfärben oder mit Geruch. Das, wie gesagt, kann jeder für sich selber. Ich benutze nach wie vor beide, weil sie beide absolut das tun, was sie sollen. Und wie gesagt, Vor- und Nachteile hat jedes Produkt und ja, damit möchte ich das Video eigentlich schon beenden. Das war's mal wieder, dann wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!